Hier ist Victor Finch, live vor Ort für den UFOlogy Videocast. Tag 3 meiner Suche hier in der Stadt Collins Falls und ich habe keine Anzeichen der mysteriösen Lichter gesehen, die gemeldet wurden. Und obwohl es diese Meldungen nicht häufig gibt, treten sie doch hin und wieder auf, was die Möglichkeit eines abgefahrenen Zufalls oder Missverständnisses ausschließt. Sprechen nur einem AM1 auf der Valley-Skala. Das bedeutet Lichter, aber keinen Kontakt. Hoffentlich finde ich noch mehr dieser Energiespuren bevor. Ein Problem? Schätzchen? Irgendwas ist da draußen. In den Wäldern. Es ist kein AM1 mehr, es ist ein UB3. Unheimliche Begegnung der Dritten. Aart. Es sind Außerirdische. Sowas wie UFOs gibt es nicht. Minotauren, Geisterhäuser, Santa Claus, ja. Aber UFOs auf gar keinen Fall. Ein UFO-Fanatiker verschwindet in einer Stadt, in der seltsame Lichter gemeldet wurden. UFO. Lassen Sie sich nicht von irgendwelchen physischen Erscheinungen trügen, auf die Sie treffen können. Es sind definitiv keine UFOs. Die Typen, die an UFOs glauben, das sind dieselben, die denken, dass Elvis der wahre Killer von John F. Kennedy war. 11 Milliarden Planeten sind in unserer Galaxie schätzungsweise bewohnbar. Es ist also höchst unwahrscheinlich, dass es hier das einzige intelligente Leben gibt. Wissen Sie was? Wir denken uns einfach, was Sie zum Thema intelligentes Leben sagen wollten und stürzen uns in die Arbeit. Sind Sie sicher? Es wäre sehr sarkastisch. Ich verspreche, dass ich beleidigt sein werde. Ich hätte es wahrscheinlich nicht gleich verstanden, aber dann wäre ich beleidigt gewesen. Wo bleibt der Spaß dabei? Mit der Valley-Skala messen wir den interplanetaren Kontakt durch die Verwendung der Erkenntnisse objektiven Beweismaterials, bis man... Du bist ein UFO-Freak. Entschuldige, du warst noch nie bei irgendwas anderem freakig. Naja, ich denke nur, wenn eine super intelligente, mächtige Alienrasse herkommt, sollten wir vorbereitet sein. Also du planst tatsächlich, die Menschheit zu verraten, oder? Ich würde auf jeden Fall die Menschheit verraten, wenn hier ein neuer Herrscher auftaucht. Nicht bekämpfen. Die wissen, was uns gut tut. Also, wie ist der Plan, Bird? Viel wissen wir nicht. Der freie Journalist Victor Finch ist verschwunden. Von Außerirdischen entführt? Ich breche jeden Knochen in deinem Körper. Wann wurde diese Stadt hier gegründet? 1953. Aha. Wieso? In den 50ern entstanden 9 von 10 Häusern im Ranch-Stil. Das hier ist eher Kolonialstil, also spätes 19. oder frühes 20. Jahrhundert. Vielleicht hat denen einfach der nostalgische Stil gefallen. Erklärt vielleicht die Gaslaternen. Nun, folgt eurem Instinkt. Wenn ihr denkt, dass hier etwas merkwürdig ist, dann grabt euch durch die Geschichte dieser Stadt. Findet raus, ob diese Lichter was Neues sind. Vielleicht sind schon früher Leute verschwunden. Jones und ich gehen dahin, wo das Auto des Vermissten gefunden wurde. Alles okay. Klar. Entschuldigen Sie bitte, Ma'am. Ma'am? Das Wort Ma'am höre ich hier nicht so oft. Meistens heißt es nur, hey, Mabel. Mabel? Sehr altmodischer Name. Naja, ich bin eine altmodische Frau. Das ist eine altmodische Stadt? Oh, wegen der Laternen? Ja, die funktionieren schon seit langem nicht richtig. Ich bastel gerne an ihnen rum. Würde sicher schön aussehen, wenn sie alle leuchten würden. Ja, das würde es. So wie in Paris. Oui. Comme Paris. Oh. Mais ici, dans Collins Falls. Mabel Collins. Jacob. Jacob Stone. Hallo. Das ist Cassandra Killian. Hi. Also, wir sind Bibliothekare. Wir recherchieren die Geschichte verschiedener Städte. Ah, das ergibt Sinn. Ja. Endlich mal. Können wir mit jemandem darüber sprechen? Ja, die Beste ist sicher die Stadtarchivarin.
Gut. Ihre Familie gründete die Stadt. Was sie nicht weiß, ist nicht wissenswert. Können Sie uns sagen, wo wir sie finden? Mabel Collins, Collins Falls, Sie sind die Archivarin. Mhm. Clever und attraktiv. Ich bin die Archivarin, Notarin, Brandmeisterin und die Finanzsenatorin. Eigentlich Stadtkämmerin, aber da ich schon die Visitenkarten bestellt habe, wer soll da was dagegen haben? Ah, keine große Stadtverwaltung. Keine große Stadt. Hm. Es gibt nicht viel Interessantes. Et pourtant, je suis intéressé. Wollten wir nicht nach den Stadtgeschichten fragen? Je pense que vous êtes intéressant. Oder nach irgendetwas. Ich hatte gehofft, dass es Kornkreise geben würde. Das scheint der Ort zu sein, an dem der Wagen gefunden wurde. Warum hat er so weit draußen geparkt? Die meisten Wanderer parken in der Nähe der Straße. So werden sie leichter gefunden, falls sie sich verlaufen. Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe nicht mal, wieso Menschen wandern gehen. Er wollte nicht, dass jemand bemerkt, dass er hier war. Oder jemand hat seinen Wagen fortbewegt. Eine Gaslaterne mitten in den Wald. Victor Finch. Nur Sie schaffen es, eine Hüterin zu verlieren. Bibliothekare, ja, die können schon mal abhanden kommen. Aber eine Hüterin... Wir haben damit nichts zu tun, der Kerl hier hat. Ich würde eher sagen, sie war es, die mich verloren hat. Ich meine, eben noch greift sie diesen Typen an und dann wird sie in den Weltraum gebeamt. Oder du bist abgehauen, du hast keine Ahnung, was passiert ist. Du hast dir alles ausgedacht. Verstehe, wieso du das denkst, aber nein. Niemand hat sie irgendwo hingebeamt. Sagt der Kerl mit der magischen Tür. UFOs existieren nicht. Sagt der Kerl mit der magischen Tür. Ah, na, sehen Sie? Hier. Colonel Byrd ist immer noch auf der Erde. Sie lebt? Geht sie gut? Sie ist noch auf der Erde. Das grenzt die Sache ein. Magie ist keine exakte Wissenschaft. Wenn es so wäre, wäre sie eine. Gut, vielleicht ähneln sich die Vorfälle. Dann ist Colonel Byrd genau das gleiche wie Victor Finch passiert. Eine plausible Annahme. Da Victor Finch aufgetaucht ist... Haben wir einen Zeugen? Ja. Ich sage Ihnen doch, ich erinnere mich an gar nichts. Was ist das Letzte, das Sie noch wissen? Ich erinnere mich, dass ich im Wald war. Ich habe nach dem AM1 gesucht. Oh, das bedeutet Lichter, aber kein Kontakt. Ja, ja, gut. Und dann? Gar nichts. Es fühlt sich an, als wäre der gestrige Tag ausgelöscht. Mr. Finch, Sie wurden 3 Wochen vermisst. Was? Wie gewünscht. Hier ist das UFO-Sichtgerät. Wieso interessiert Sie das? Sie sagten doch, UFOs wären Schwachsinn. Sind sie auch. Aber die Verrückten, die sie jagen, kommen manchmal auf die interessantesten Ideen. Sehen Sie? Durch diese Gläser kann man... Das ist ein Aurafilter. Direkt hinter ihm sind Energiestrahlen zu sehen. Da stand die Gaslaterne rum und da ist Bert verschwunden. Wir müssen mehr über diese Laternen rausfinden. Jemand sollte noch mal mit dieser Stadtarchivarin reden. Oh, vielleicht sollte ich das machen. Ich tu das. Willst du, dass ich mitkomme? Nein, ich geh lieber. Ich könnte dir helfen. Mach dir mal weiter. Vielleicht hier. Gehst du mit Jones. Nein. Okay. Er schafft das. Hallo? Hallo. Ein ganz schön großes Archiv haben Sie hier für eine Kleinstadt. Kleinstädte haben so ihre Eigenart. Da wird absolut nichts weggeworfen. Ja, habe ich auch schon gehört. Kann ich Ihnen irgendwie helfen, Mr. Mann? Haben Sie den hier schon mal für eine Spritztour verwendet? Was, ich? Nein, ich bin noch nie aus der Stadt rausgekommen. Was, ehrlich? Ja, familiäre Verpflichtungen. Familien sind nicht einfach. Nein, sind sie nicht. Ich war noch nicht mal auf dem Highway nach New York City. Nein? Reisen Sie oft? Durch den neuen Job komme ich viel herum. Sie an? Davor bin ich allerdings nie weiter als eine Tankfüllung von meinem Elternhaus entfernt gewesen, um irgendwelche Löcher auszuheben. Was hat das mit den Laternen auf sich? Wollen Sie Paris-Feeling hierher bringen? Als hätte man das Gefühl, man wäre dort? Verstehen Sie mich nicht falsch. Das ist eine schöne Stadt. Ich habe ein ganzes Lagerhaus voller Erinnerungen von diesem Städtchen. Es wäre sicherlich schön, wenn man wenigstens eine Wand
mit Erinnerungen an einen anderen Ort hätte. An irgendwas anderes. Ich weiß, was Sie meinen. Eine Geschichte, die nicht anfängt mit Weißt du noch, neulich in Jimmys Bar? Oder Weißt du noch die hübsche Kellnerin? Oh ja, selbstverständlich erinnerst du dich, weil wir jedes Wochenende in dieses Diner gehen. Oh, weißt du noch, was bei dem Frühlingsfest passiert ist? Bei welchem? Bei dem letzten? Nein, bei dem anderen. Bei dem davor? Nein, bei dem anderen. Hey. Ja. Ich möchte nur einmal sagen können, weißt du noch, der Kellner? In dem kleinen Café an der Pont Neuf. Weißt du noch, als unser Wagen in Moskau nicht anging? Wie war noch der Name von diesem hübschen Hotel in Athen? Weißt du noch, der Blick vom Eiffelturm? Es regnete und die Lichter brachten alles zum Glänzen. Naja, also, ich habe nicht so viel Fantasie wie Sie. Also, ich habe meine Wahl getroffen. Ich kann nicht einfach so tun, als wäre es anders. Ach, das ist, Entschuldigung, das muss ich albern anhören. Ich wollte nicht... Nein, ich kann nur nicht. Also, es ist so, ich... Okay. Also, der Grund, weshalb ich hergekommen bin, ist folgender. Wir haben Messinstrumente, die bei einer ihrer Gaslaternen im Wald merkwürdige Werte festgestellt haben. Zeigen Sie es mir. Naja, ich wollte eigentlich nur kurz einen Blick in Ihre Pläne werfen. Meine Stadt, meine Archive. Ja, natürlich. Zeigen Sie es mir. Naja. Vorsicht. Danke. Hey, Mabel, erinnern Sie sich an Cassandra? Das ist Jenkins und das ist Ezekiel. Du bringst... jemanden, der kein Bibliothekar ist, hierher? Klasse! Also genau so haben Sie es vorgefunden. Bert hat den Kumpel dagegen geschleudert und puff! Puff? Hat jemand Puff gemacht? Nein, das sagt man einfach so. Er ist Australier, wir verstehen ihn ganz häufig nicht. Haben Sie eine Ahnung, warum die hier mitten im Wald steht? Nein, die habe ich noch nie gesehen. Naja, sie sieht... Was war denn das? Optische Täuschung. Optische Täuschung? Nein, das war Colonel Bird. Ja, und ganz recht, das war eine optische Täuschung. So nennen wir das in Australien. Colonel Bird, wisst ihr? Oh, die Sonne blendet so in meinen Augen. Ich dachte, ich hätte sie gesehen. Oh, Sie denken nicht, dass ich Ihnen das abkaufe, oder? Ich weiß nicht, vielleicht. Naja, sonst hat es eigentlich immer funktioniert. Ja, richtig, das stimmt. Okay, Sie sind keine Bibliothekare. Oh, doch, eigentlich sind wir das schon. Im weitesten Sinne, aber... Sie sollten mir vertrauen. Okay? Es ist wichtig, dass niemand in der Stadt etwas hierüber erfährt. Wenn etwas in meiner Stadt vor sich geht, dann sollte ich es wissen. Ich verspreche Ihnen. Ich verspreche, dass ich Ihnen alles erzähle, was ich weiß. Jetzt gehen Sie bitte wieder in Ihr Archiv und kramen alles raus, was Sie über diese Laternen finden können. Verheimlichen Sie mir nichts. Ich nehme eure Entschuldigungen an. Also, Bird ist ein Geist? Nein. Geister sind ektoplasmische Wesen. Colonel Bird wurde von irgendeiner Art Energieladung eingesogen, aber was für ein... Wir brauchen mehr Daten zur Bestimmung. Ganz genau. Glücklicherweise hat uns Mr. Finch das richtige Gerät für diese Aufgabe überlassen. Zum Großteil ist es ganz ordentlich. Ich habe einige Änderungen vorgenommen. Und bitte sehr, mit diesen Linsen sollte es möglich sein, eine Reihe von Energiefrequenzen wahrzunehmen. Hoffentlich schärfer als mit Ihren Vorgängern. Sobald wir die Quelle der Energien ausfindig gemacht haben, verstehen wir sicher, was passiert ist, um es rückgängig zu machen. Ezekiel wird sie aufsetzen. Merkwürdige Energie ist eher Cassandra's Ding. Ich sehe schon genug Visionen ohne diese Brille, also nein, danke. Ja, und Sie sind derjenige, der sie verloren hat. Ich gehe noch mal ins Archiv. Vielleicht kann ich irgendwas über die Gaslaternen rausfinden. Vielleicht, wo sie herkommen oder sowas. Kann ich Ihnen irgendwie weiterhelfen? Das ist nicht das, wonach es aussieht. Es sieht so aus, als wären Sie in mein Archiv eingebrochen. Ich hoffe, das Schloss ist nicht kaputt. Ich bin auch für die Instandsetzung zuständig. Ja. Sie vertrauen mir nicht? Was immer es mit diesen Laternen auf sich hat, es kann ziemlich gefährlich sein. Vielleicht arbeiten wir besser zusammen daran. Die früheren Stadtchroniken sind dort drüben. Also gehen wir.
Die Energie fließt. Da lang. Wie stark? Ganz schön stark, irgendwie. Okay. Die Energiestärke ist positiv. Sie nimmt zu. Tulpen, Rosen, Stiefmütterchen. Aber nicht zufällig. Da ist eine Ordnung. Da sind Leitungen und Ströme. Es ist ein Schaltkreis. Die Energie fließt durch die Laternen mitten durch die Stadt. Die Frage ist, wo kommt sie her und wieso? Deine Theorie ist so gut wie meine. Meine Theorie ist um einiges besser als deine. Aber ich glaube, ich kann die Quelle zurückverfolgen. Ich bin ziemlich sicher, wenn man die... Oh! Was? Was ist los? Schreien wir einfach rum, wenn uns danach ist? Bert, sie ist hier. Hier? Wo? Ich meine, geht's ihr gut? Sie ist sauer auf mich. Also ja, es geht ihr gut. Sie will, dass wir da reingehen. Colonel Bert, die Quelle des Schaltkreises liegt in dieser Richtung. Dort können wir herausfinden, was der Grund für alles ist. Ich denke, sie will, dass du in diese Richtung gehst und ich soll ihr da lang folgen. Guter Plan. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Willst du damit sagen, ich kann das nicht? Nein, Bert sagt das. Ja, ich komme ja schon. Das ist echt total schräg. Im ursprünglichen Bebauungsplan war das Rathaus auf dieser Seite der Hauptstraße. Mhm. Es wurde versetzt. Wieso? Weiß nicht, vielleicht haben sie sich's anders überlegt. Eigenartig. Also da ist eine Gaslaterne, wo sie das Rathaus hinbauen wollten. Sie haben es versetzt, um eine Gaslaterne aufzustellen. Also ehrlich, das ergibt keinen Sinn. Es sei denn, die Gaslaternen waren schon da und die Stadt wurde drumherum errichtet. Ja, jemand hat einen Haufen Gaslaternen mitten im Nirgendwo aufgestellt, bevor es die Stadt gegeben hat. Ich denke, sie interpretieren da ein wenig zu viel hinein. Akten? Gibt es Akten, die klirren? Nein, da drin... Wollen Sie mir nicht erzählen, was Sie wirklich mit diesen Laternen machen? Wardenclyffe Falls. Ich dachte, das hier ist Collins Falls. Die Stadt? Wir waren schon in der Stadt. Das ist nicht gut. Wenn ich Ihnen das zeige, müssen Sie versprechen, uns zu helfen. Ich verspreche Ihnen, dass ich das Richtige tun werde. Die Gaslaternen waren schon hier, weil hier eine andere Stadt war, die gebaut wurde von... Nikola Tesla. Sie ergreifen Besitz von Menschen. Sie stehlen Körper. Der Laternenfall. Er hat Victor verwandelt. Mal sehen, was er mit euch anstellt. Gibt es Probleme, Schätzchen? Sie sind nicht Finch, oder? Oh! Entschuldigung! Was? Hey Leute, Zeit für eine Barrikade? Ein paar Körperfresser stehen vor der Tür. Ich weiß, was hier vor sich geht, okay? Es gab eine andere Stadt, bevor es diese hier gab. Die stand an genau derselben Stelle. Sie hieß Wardenclyffe Falls. Oh, okay, dann werde ich mich allein um die kümmern. Errichtet vor etwa 100 Jahren. Sie war ein groß angelegtes Experiment und wurde gebaut. Du wirst es nicht glauben. Nikola Tesla, genialer Erfinder, Konkurrent von Edison. Er ist dafür verantwortlich, dass wir zu Hause Strom haben. Ach, und noch was. Geh lieber weg von ihr. Was? Sie versucht uns zu helfen. Ach ja? Ihr Körper wurde nicht gestohlen. Was wurde ihr Körper nicht? Aber von denen hier auf jeden Fall. Norman, nicht.
Norman? Ich dachte, Sie heißen Victor. Warum fangen wir nicht mit ihr an? Dieses Foto hier ist von 1915. Ich sagte ja schon, ich hätte familiäre Verpflichtungen. Das sind sie. ...1915 startete Tesla Experimente zur drahtlosen Energieübertragung. Das war Teslas Traum. Wie WLAN nur für Elektrizität, nicht fürs Internet. Die Gaslaternen, das sind drahtlose Stromtransmitter. Prototypen. Aber etwas lief schief. Wir aktivierten das System und jeder von uns geriet aus der Bahn. Wir verschwanden. Verschwanden wohin? In eine andere Dimension. Wir saßen an irgendeiner interdimensionalen Grenze fest. Wir konnten die Welt sehen. Wir nahmen sie wahr. Aber wir konnten nicht mit ihr interagieren. Das ist mit Bird passiert. Wie viele seid ihr? 87 Seelen. Der Kraftfluss ist von Natur aus instabil. Wie konnte es so lange andauern? Als er begriff, was passiert war, veränderte Tesla seine Transmitter. Die Gaslampen. Er wollte ein Energiefeld erzeugen, das uns stabil hält. Ohne sie hören wir auf zu existieren. Was ist mit Ihnen? Sie sind noch in Ihrem ursprünglichen Körper. Ich war im Hauptkontrollraum, als es passierte. Ich war isoliert. Ein Großteil der Leute wurde aus ihren Körpern geworfen, doch ich war mal drin und mal draußen. Tesla konnte mich in meinem Körper verankern. Er verwandelte mich in eine Art Masseleitung. So war's. Ich habe eine Frage. Ja? Was ist mit dem Körperdiebstahl? Das ist nötig. Es ist möglich für uns, durch andere mit der Welt zu interagieren. Durch ihr Nervensystem verbinden wir uns mit ihr... Es ist mir eigentlich egal, wie ihr das tut. Ich finde es interessanter, ob die Körper, die ihr kontrolliert, das okay finden. Wir benutzen sie ja nur für ein paar Stunden. Unser Energiefeld stört ihre Erinnerung. Sie verlieren nur hier und da ein paar Stunden, so wie wir alle. Was ist mit der Haut, die Sie gerade kontrollieren? Sie sind seit 3 Wochen da drin. Wie viel Zeit verliert ihr? Hey, ganz ruhig. Ruhig? Ich war immer fair, hab die Gratwanderung gemeistert zwischen Stehlen und Borgen, aber das hier... Die Typen gehen einfach zu weit. Es ist nötig gewesen. Norman, wir brauchen Ihre Hilfe. Verraten Sie uns, was hier los ist. Wir brauchten einen Körper, an dem wir uns etwas länger festhalten können. Einen Fremden. Jemand aus der Stadt, bei dem niemand merken würde, dass er verschwunden ist. Nur so können wir die Dinge wieder in Ordnung bringen. Und wir sind so kurz davor, unser Ziel zu erreichen. Und Sie haben einen Plan, junge Lady? Ich werde es Ihnen zeigen. Bitte. Tesla traf eine Vereinbarung mit der Regierung. Sie bekamen einen Teil seiner Patente, durften aber die alte Anlage nicht anrühren. Sie haben die Urkunden gelöscht, die Stadt darauf erbaut, den Damm mussten sie stehen lassen. Tesla hat alles versucht, um uns wieder zurückzubringen, aber er hat es zu Lebzeiten nicht geschafft. Wie könnte er auch? Dimensionale Reintegration braucht eine Unmenge Energie, besonders für Leute, die so lange im Kraftfluss sind wie Sie. Tesla baute diesen Kondensator, um diese enorm hohe Energie speichern zu können. Die Turbinen sind am Damm. Ich lade ihn schon seit 100 Jahren auf. Wow. Hier lang. Sehen Sie da? Die anderen Gehäuse an den Turbinen sind geschlossen, aber der Mechanismus funktioniert noch. Sie laden seit 100 Jahren auf? Das könnte klappen. Aber es muss alles schnell bereitstehen. Ich meine, der Kondensator ist alt. Er setzt aus. Sie unternehmen also alles, um das in Betrieb zu halten? Ja, Norman gibt sein Bestes. Deswegen braucht er einen längerfristigen Körper. Aber selbst damit müssten wir ihn 1 oder 2 Tage aktivieren. Sonst bricht er völlig zusammen. Die Energie wird entladen und sitzt dann fest. Wir führen Tests durch und zwar jeden... Die atmosphärischen Störungen verursacht haben. Die Lichter. Ja. All die UFO-Sichtungen, die kamen von Ihrer Apparatur. Ich sagte es doch, UFOs gibt es nicht. Das könnte klappen. Aber wir können nicht viel tun. Wir sind zwar Ingenieure, aber wir sind nicht Tesla. Jetzt, wo Sie alles wissen, helfen Sie uns? Schaffen Sie es, eine komplett verschwundene Stadt wieder zurückzubringen? Bitte. Sie sagten, Sie würden das Richtige tun. Bitte. Ich sage nein. Sie kontrollieren Körper, statt um Hilfe zu bitten. Das macht man nicht. Sie wollen doch jetzt unsere Hilfe. Ja, nur weil Sie erwischt wurden. Es sind Menschen. Und sie sind gefangen. Kannst du dir vorstellen, 100 Jahre festzusitzen? Die Welt sieht an dir vorbei. Du würdest gerne Dinge tun, auch mal woanders hingehen. Es ist doch überhaupt nicht sicher, dass wir ihnen helfen können. Basierend auf Teslas Plänen gebe ich dem Ganzen eine 50-50-Chance. Wenn es nicht funktioniert, was dann? Wenn es nicht funktioniert, entlädt sich die Energie in den Laternenstromkreis. Die Lampen würden zerstört werden. Die
das Einzige sind, das sie stabil hält. Sie würden mit den Laternen verschwinden. Ja, kann sein, wenn sie die Wahrheit sagen. Wir können hier nicht wählen. Richtig oder falsch, das spielt keine Rolle. Das ist der einzige Weg, um Colonel Byrd zu retten. Ich habe versprochen, Ihnen zu helfen, also... Sie werden jemanden im Kontrollraum brauchen für die Berechnung und spontanen Anpassungen. Colonel Byrd wird mir was schuldig sein. Damit Teslas Plan funktioniert, müssen wir kreativ sein. Zuerst müssen wir die Relaisstation wieder aufbauen. Teslas Entwürfe setzen Kupferleitungen voraus, aber Carbongemische werden mit der hohen Spannung besser klarkommen. Der Kondensator fällt auseinander, also könnte es sein, dass seine harmonische Resonanz schwankt. Das bedeutet, größer ist besser. Wir müssen die Gaslaternen säubern und aufarbeiten. Sie müssen aussehen wie fabrikneu. Wir haben nur einen Versuch, also gehen wir kein Risiko ein. Was ist mit Ihnen? Sie stecken in Ihrem eigenen Körper. Sie sind seit über 100 Jahren hier. Die Laternen stabilisieren mich auch. Wenn ich die Stadt verlassen würde, wäre ich genauso verloren wie all die anderen auch. Deswegen sind Sie nicht herumgereist. Ja. Was ist Ihre Ausrede? Wie meinen Sie das? Ich konnte es in Ihren Augen sehen. Sie haben sich meine Postkarten angesehen. Ihnen gefällt Kunst, Architektur, der Taj Mahal, die Sphinx, die Sixtinische Kapelle. Ich kann nicht weg. Ich konnte es nie. Sie schon. Wieso haben Sie es nicht getan? Mein Urgroßvater stieg im 19. Jahrhundert ins Erdölgeschäft ein. Und es lief gut. Irgendwann hat mein Vater es übernommen. Und dann kam der Tag, an dem es mit der Firma bergab ging. Er hat es nicht... Er war einfach nicht in der Lage, das Geschäft zu führen. Also... Krank? Ob er krank war? Ja, das sicher auch. Es war der Alkohol. Sie sind nicht gegangen, um das Familienunternehmen zu führen. Das ist ein guter Grund. Es ist eine Ausrede. Ich meine, seitdem ich weg bin, weiß ich erst, dass es einfach war, dort zu bleiben. Keiner aus meiner Familie, keiner meiner Freunde war je 50 Meilen von zu Hause entfernt. Ihnen hat es so gefallen. Du verbringst Zeit mit anderen Menschen, die nichts machen. Und irgendwann hat man das Gefühl, dass man es nicht schaffen kann. So ist es doch. Und jetzt, wo Sie es besser wissen? Tja, weiß ich es besser. Also, wie war dein erster Kuss mit einer 130 Jahre alten Frau? Muss man sich erst dran gewöhnen. Also gut, wir sind soweit. Wenn alles funktioniert, sollte Colonel Byrd... Die Erste sein, die wieder zurückkehrt. Sie war nicht besonders lange im Kraftfluss. Sie braucht nicht zu viel Energie, um sich in diese Realität einzugliedern. Als Letzte rein, als Erste raus, ha? Oh ja, so läuft es. Vorausgesetzt, dass Miss Killian und ich erfolgreich das Gekürzel eines irren Genies umgesetzt haben, mit Gerätschaften, die 100 Jahre lang im Wasser waren. Aufmunternde Worte. Norman, fangen wir an.
Ich kann es spüren. Der Anstieg ist ziemlich groß. Waren Sie das? Nein. Ich denke, das ist nur ein... Oh nein, der Kondensator. Er verstärkt die Schwingungen exponentiell. Was bedeutet das? Wird es noch funktionieren? Ich weiß es nicht. Wenn es nicht funktioniert, werden durch die Energie nicht nur die Laternen durchbrennen. Sie wird alles ringsherum wegpusten. Und wie weit? Viele Meilen. Hunderte Meilen. Wir müssen es irgendwie abschalten. Wenn es funktioniert, wird es immer noch explodieren? Nein, das muss nicht sein. Aber wir haben nur eine 50-50-Chance, dass es funktioniert. Hier sind 87 Menschen gefangen. Und es leben 10-mal so viele Menschen hier in der Stadt. Und noch viel mehr im Explosionsradius. Wir haben die Gefahr nicht mit einbezogen. Ich werde das Risiko eingehen. Ich nicht. Oh, nein! Es wird nichts abgeschaltet. Es gibt kein Zurück mehr. Ich kann so nicht weitermachen. Wir können so nicht weitermachen. Wir verdienen es zu leben. Ah, ah. Nein! 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 Irgendwie Kontakt mit ihnen aufnehmen. Musik, Melodien. Die Tonfrequenz ändert sich. Ist das jetzt Absicht mit diesem Geräusch? Welches Geräusch? Hey Leute, hört ihr so einen hochfrequenten Ton? Sowas wie... Einmal lang und dreimal kurz. Ein Morsecode. Ein B für Bibliothekare. Hey, irgendwas stimmt hier nicht. Kommen Sie! Ihr habt mich gehört. Naja, ich... Was war das? Ein Moskitoton. Ein hochfrequenter Ton, den nur junge Menschen hören können. Nichts für ungut. Ich habe die Frequenzen der Turbinen angeglichen, um euch eine Botschaft zu senden. Aber warum? Was ist denn los? Wir lagen falsch. Wenn das hier nicht funktioniert, wird's explodieren. Heftig. Wie die Tunguska-Explosion. Ja, aber es könnte auch nicht explodieren, nicht wahr? Es tut mir so wahnsinnig leid. Wir können das Risiko nicht eingehen. Wenn wir jetzt aufhören... Wenn wir es jetzt abschalten, wird die Energie garantiert gefahrlos entladen. Aber alle wären gefangen. Auch Colonel Byrd. Ich denke, sie wäre die Erste, die diese Entscheidung treffen würde. Ich habe versprochen, das Richtige zu tun. Das Relais oben auf dem Dach hat einen Überbrückungsschalter. Von dort können wir es ausschalten. Ich werde hier mit Miss Killian den Energiefluss stabil halten. Sie gehen nach oben. In Ordnung? Ja. Oh Gott. Also, da kommen wir nicht durch. Ich vielleicht schon. Was? Ich bin stabilisiert. Ich bin eine Masseleitung. Die Energie entlädt sich durch mich. Trotz so viel Saft? Selbst eine Masseleitung kann durchbrennen. Hast du eine bessere Idee? Wenn ich mich an dir festhalte, wird es mich dann auch erden? Keine Ahnung. Okay. Sehr gut. Ja. Leute? Was? Besuch! Kümmere dich um ihn. Alles in Ordnung? Ja. Ja. Und bei dir? Wir können doch darüber reden. Oder wir warten noch kurz. Das geht nicht. Ich kann nicht weiter. Dieser Draht wird mir dabei helfen, die Spannung noch länger als eine Stunde abzuleiten.
Wie heißt dieser Kellner? Was? Aus diesem kleinen Café in der Nähe der Pont Neuf. Du warst schon in Paris. Okay, kurze Beine, gut zu wissen. Du verwechselst das mit Budapest. Nein, in Budapest hast du dein Gepäck verloren. Paris war es. Du meinst Paris, da war der Regen. Bert, du bist wieder da. Es funktioniert! Es funktioniert! Weißt du noch, die Aussicht vom Eiffelturm. Es regnete. Aber die Lichter brachten alles zum Glänzen. Stone! Es funktioniert! Warte! Du wirst mir fehlen. Es hätte geklappt. Das wissen wir nicht. Colonel Baird war für einen Tag gefangen, die anderen seit über einem Jahrhundert. Wir wissen nicht, ob es lang genug gehalten hätte, um ihnen zu helfen. Es dauert wirklich noch mal 100 Jahre, damit sich der Kondensator auflädt und man es wieder versuchen kann? Es gibt keinen Kondensator. Er ist durchgebrannt. Die Laternen sind das Einzige, das noch funktioniert. Das heißt, sie sind immer noch gefangen. Es gibt nicht mal genug Energie, damit sie mit uns kommunizieren können. Es war nicht deine Schuld. Manchmal verliert man einfach. Ihr habt alle gute Arbeit geleistet, doch manchmal verliert man. So ein Mist. Colonel? Ich dachte, Sie möchten das vielleicht haben. Was ist das? Das Terminbuch. Die Bibliothek arbeitet natürlich mit Zeitplänen, die über die Lebenserwartung eines Menschen hinausgehen. Wenn ein Bibliothekar zum Beispiel einen neuen Kondensator baut und ihn mit stabilisierenden Konstruktionsmerkmalen versieht und ihn etwa ein Jahrhundert lang aufladen lässt... Sie wollen, dass wir es notieren, damit zukünftige Bibliothekare das nochmal in Angriff nehmen? Hopp, hopp. Hey. Wir wollen was trinken gehen. Kommst du mit? Oh, nicht heute. Ich muss noch vorhin, tut mir leid. Ja.